Diese Woche findet an unserer Uni die Klimastreikwoche statt. Das bedeutet, es finden verschiedene Veranstaltungen rund um den Klimawandel und politischen Aktivismus dazu statt. Eine der ersten Veranstaltungen war heute am Montagabend ein Vortrag rund um die Auswirkungen des Klimawandels. Einer der Redner war Joachim Curtius, er lehrt bei uns an der Uni und hat uns kurz nach seinem Vortrag noch ein Interview dazu gegeben. Sie sind hier an der Goethe-Uni Professor für experimentelle Atmosphärenforschung. Das heißt ja, Sie setzen sich klassischerweise sehr, sehr viel mit dem Klimawandel auseinander, oder? Ja, genau. Was bedeutet das denn ganz speziell, Ihr Forschungsgebiet? Ja, also es ist eben experimentelle Forschung, das heißt, wir machen wirklich Messungen in der Atmosphäre, Messungen von Spurengasen zum einen und auch von diesen Aerosolpartikeln, die auch fürs Klima sehr relevant sind. Da messen wir wirklich, wie bilden sich diese Partikel, wie viele gibt es davon in der Atmosphäre, wie verändert sich das über die Zeit, wie beeinflussen diese Partikel wiederum die Wolkenbildung. Das sind so die konkreten Fragen, die wir in der Forschung untersuchen. Okay, sehr komplex für jemanden, der damit nicht tagtäglich zu tun hat wie mich. Ich habe mal deswegen eine nicht ganz so komplexe Frage für Sie. Wenn ich Ihnen sage, der Klimawandel, der ist doch nicht menschengemacht und dann können wir uns doch eigentlich ganz ausruhen und müssen eigentlich gar nichts tun. Was ist dann Ihr bestes Argument dagegen? Also es gibt inzwischen tausende von Untersuchungen, die zeigen, dass der Klimawandel wir ihn nur erklären können als Folge der menschlichen Aktivitäten, hauptsächlich der Treibhausgasemissionen. Es gibt eigentlich keine Wissenschaftler mehr, die sagen, der Klimawandel, der hier jetzt die letzten 50 Jahre beobachtet wurde, dass der nicht massiv durch den Menschen beeinflusst wäre, gerade in der wissenschaftlichen Fachliteratur. Und das ist das, was zählt. Es zählt nicht, was irgendjemand auf irgendeine Webseite postet, sondern es zählt das, was in der gutachteten Fachliteratur steht. Und da ist ein großer Konsens, dass das, was im Moment stattfindet, durch den Menschen verursacht ist. Das Letzte, was ich dazu sagen würde, man darf nicht mehr zurückkommen und darüber wirklich diskutieren. Das ist so, wie wenn ein Mathematiklehrer in der Schule jeden Tag erstmal erklären müsste, dass 2 plus 2 4 ist. Wir müssen weg von dieser Grundlagendebatte, ob es überhaupt menschgemacht ist, weil das inzwischen absoluter wissenschaftlicher Konsens ist, dass der Klimawandel menschgemacht im Wesentlichen ist. Das heißt, das Argument der Wissenschaft siegt quasi. Was sagt denn die Wissenschaft dazu, was es für Auswirkungen auf uns speziell hat, der Klimawandel? Wir leben hier in Frankfurt, relativ weit vom Meer weg, auch nicht in einem sehr heißen Gebiet. Aber was bedeutet denn der Klimawandel für uns persönlich? Ja, er wird auch die Frankfurter massiv betreffen. Zum Beispiel, wenn man jetzt in den Stadtwald geht, vor den Toren Frankfurts, dann sieht man, dass dort insbesondere die Nadelbäume, die Fichten sehr stark betroffen sind, aber auch Buchen zum Beispiel sind stark betroffen. Der Wald verändert sich massiv. Das Zweite ist, dass wenn man in einer Dachgeschosswohnung zum Beispiel wohnt, merkt man auch jetzt schon im Sommer, dass es sich massiv verändert und die Hitze teilweise kaum auszuhalten ist. Das werden wir in Zukunft viel, viel häufiger erfahren und aushalten müssen. Aber ich denke auch an die Folgen, die letztendlich nicht unmittelbar in Frankfurt stattfinden, aber wenn es in anderen Ländern so heiß wird, dass man dort nicht mehr wohnen kann, dann werden die Leute nach Europa migrieren und das wird auch Frankfurt massiv betreffen. Also es sind viele Folgen, die sich anbahnen, die auch für Frankfurt sehr massive Folgen nach sich ziehen. Wenn wir diese Folgen nicht haben wollen, warum müssen wir denn dann anfangen, um was zu tun? Also es hat sich schon ewig lang angebahnt, irgendwie bewegt sich aber auch nicht was richtig. Mhm. Wann müssen wir handeln? Ja, also dass sich gar nichts tut, stimmt auch nicht. Wir haben immerhin erreicht in Deutschland, dass wir abnehmende Emissionen haben. Und man könnte ja auch immer noch zunehmende Emissionen haben, weil mit steigendem Wirtschaftswachstum auch das wäre denkbar. Also es ist nicht so, dass gar nichts sich tut. Nur man muss eben so viel tun, wie notwendig ist, um wirklich
zu erreichen, dass der Klimawandel eben nicht 1,5 oder 2 Grad überschreitet. Und dafür tun wir deutlich zu wenig. Das heißt nämlich, dass wir wirklich so steuern müssen, dass wir von jetzt 80% fossile Energie, die wir nutzen, runterkommen müssen auf 0% fossile Energie innerhalb von etwa 20 Jahren. Das ist eine gigantische Aufgabe. Dafür müssen wir sehr viel Ressourcen aufwenden, sehr viel unseren Hirnschmalz aufwenden, wie wir diese Veränderungen schaffen können. Okay. Es gibt inzwischen ja Technologien, die entwickelt werden, um CO2 wieder aus der Atmosphäre zu filtern oder entnehmen. Diese Technologien gibt es aber noch nicht, die wird es wahrscheinlich in mehreren Jahren geben. Mhm. Können wir uns also jetzt erstmal ausruhen, hoffen, das wird schon und in ein paar Jahren wird sich das regeln durch neue Entwicklungen? Also ich glaube nicht, dass das wirklich das Heilsversprechen ist, an das wir uns klammern sollten. Es gibt in der Tat inzwischen einige Untersuchungen dazu, welche Verfahren es gibt, welche Möglichkeiten und vor allem auch, was werden die Kosten. Man muss sagen, erstens ist bei allen Verfahren noch viel technische Entwicklung nötig, um die in wirklich großem Maßstab anzuwenden. Es ist auch abzusehen, dass man die nicht beliebig in beliebiger Menge machen kann. Also zum Beispiel aufforsten, so viel Fläche gibt es gar nicht, als dass man darüber das Problem vollständig lösen könnte. Man kann also ein bisschen was der Atmosphäre entziehen, aber nicht so viel, wie insgesamt notwendig ist. Und es ist viel billiger, heute umzusteigen, das CO2 nicht in die Atmosphäre entweichen zu lassen, gar nicht erst das Öl zu verbrennen, stattdessen gleich auf Solar- und Windenergie umzusteigen, ist wesentlich günstiger, als mühsam in 50 Jahren das CO2 wieder rauszufiltern aus der Atmosphäre, wo es sehr dünn verdünnt nur vorliegt und wo es sehr aufwendig ist, energetisch aufwendig, das wieder rauszunehmen. Okay, Sie haben also klargestellt, wir müssen sehr schnell handeln und auch einfach handfeste Maßnahmen ergreifen. Mhm. Sind denn die Maßnahmen, die beschlossen wurden im Pariser Klimaabkommen oder auch im Klimapaket aus dem September ausreichend? Oder muss jetzt eigentlich die Zivilgesellschaft noch mehr tun, ganz zusätzlich zu den politischen Beschlüssen, dass wirklich auch ausreichend passiert? Haben Sie dazu ein Statement? Ja, also zunächst zum Pariser Klimaabkommen. Wenn wir tatsächlich die Erwärmung limitieren würden auf 1,5 Grad oder maximal 2 Grad, das wäre schon ein entscheidender Schritt, um die wirklich negativsten Auswirkungen zu vermeiden und um zu vermeiden, dass Klimawandel ist immer noch dramatisch, aber er würde nicht lebensbedrohlich für den ganzen Planeten. Wenn wir deutlich drüber gehen, wird es lebensbedrohlich, das glaube ich steht fest. Und die Maßnahmen, also man hat eben beschlossen, wir wollen 1,5, wir wollen 2 Grad, aber wie wir das umsetzen, die sogenannten freiwilligen Selbstverpflichtungen, die bisher eingegangen sind, die reichen noch lange nicht aus, um das tatsächlich einzuhalten, was man sich da versprochen hat. Das heißt, wir müssen da in der Umsetzung noch deutlich nachhaken. Und auch Deutschland betrifft das. Das Klimapaket reicht bei weitem nicht aus und insbesondere die CO2-Preise, die jetzt vorgesehen sind, 10 Euro, dann 2025 35 Euro, das ist deutlich zu wenig. Da sagt die Wissenschaft, wir müssen eigentlich mit 50 Euro anfangen und in 5 bis 10 Jahren vielleicht bei 100 bis 150 oder sogar 200 Euro ankommen. Okay, wunderbar. Das sind ja klare Aussagen. Gerade eben im Interview mit Professor Curtius haben wir gehört, was für Auswirkungen der Klimawandel haben kann und auch, dass wir was dagegen tun sollten, dass die Auswirkungen allzu schlimm werden. Diese Woche ist bei uns an der Uni Klimastreikwoche und es finden viele verschiedene Veranstaltungen zum Thema Klima statt und man kann auch selbst sich beteiligen, sich bilden und politisch mitmachen. Unten in der Infobox findet ihr ein Programm dazu. Außerdem wird UTV die Woche begleiten und berichten, was an der Uni so passiert.